Ein dreckiger Job, den in Thailand nur die Ärmsten machen. Nom und Rai sind Müllsammler. Jeden Tag durchwühlen sie die Abfalltonnen in Bangkok und suchen nach wiederverwertbaren Dingen, die sie verkaufen können. Das Geld reicht nicht zum Überleben, aber ein neuartiges System hilft ihnen. Wenn wir hungern, können wir Abfall sammeln und ihn für Reis, Waschmittel, Suppe und alles eintauschen. Das Ehepaar bringt gebrauchte Flaschen, Kartons, Kanister und Papier zu diesem Laden und tauscht sie gegen Lebensmittel und andere Dinge ein. Geld brauchen die beiden nicht. Der Laden funktioniert als Kooperative. Er verkauft die wiederverwertbaren Dinge in großem Stil an Recyclingfirmen und erzielt so einen besseren Preis als einzelne Müllsammler. Der Gewinn, den der Laden so macht, wird dann als Dividende an seine Mitglieder ausgezahlt. Manchmal mussten wir Dinge wie Fischsoße oder Reis auf Pump im Laden kaufen. Aber die Leute haben auf uns herabgesehen, weil wir arm sind. Sie waren nicht sicher, ob sie ihr Geld wiedersehen. Deswegen haben wir unseren eigenen Laden aufgemacht. Der Erfolg der Kooperative hat sich herumgesprochen und Nachahmer gefunden. Etwa ein Viertel des Mülls in Thailand wird recycelt. Das liegt vor allem an den Müllsammlern, die so auch etwas für die Umwelt tun. Recycling ist kein Fremdwort mehr. Jeder weiß, dass Recycling der Welt hilft. Die Leute sind umweltbewusst und wollen mehr tun. Aber was wir jetzt brauchen, ist ein Recycling-System. Das Ziel ist die Gründung von 80 Recycling-Geschäften in ganz Thailand bis zum Ende des Jahres. Auch international stößt die Idee auf großes Interesse.